Das anspruchsvolle Tanztheater Alice im Wunderland von der Co-Produktion TAC und Taburo hat am Samstag Kinder und Erwachsene in eine fantastische Traumwelt entführt. Volksblatt.li hat sich kurz in der Pause mit dem Hans-Peter Horner, dem Regisseur vom Stück, unterhalten. Ja, wir sind jetzt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir führen 1-0 und das ist gut so. Nein, mein Team, alle miteinander, haben das ganz grossartig gemacht, weil man muss sehen, dadurch, dass wir ein bisschen spät in den Raum gekommen sind, haben wir sehr lange geleuchtet. Es ist für alle 2:30 geworden in der Nacht. Jetzt am 4 Uhr am Mittag haben die so toll gespielt. Ich bin ganz begeistert. Oder wer spielt die Hauptrolle in dem Stück Alice im Wunderland? Ja, es sind eigentlich zwei Leute. Es ist eine Erzählerin, die Alice im Wunderland träumt. Und dann ist es die Spielerin, die Tänzerin, die die Sachen, die Alice träumt, eben umsetzt und tanzt und spielt. Also es sind so zwei Hauptrollen. Aber eigentlich spielen natürlich alle Hauptrollen, weil es sind alle im höchsten Einsatz mit Tanzen, mit Spielen und mit ja, singen tun sie jetzt nicht, aber das könnten sie dann auch noch. Wann sind Sie das erste Mal auf den Stock getroffen? Ui, das ist schon sehr lange her. Ich habe eine Anfrage bekommen von ganz, ganz langer Zeit, das ist über 10 Jahre her, vom Landestheater in Innsbruck, ob ich es als Sprechtheater inszenieren und bearbeiten. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich mich intensiv mit dem Carol beschäftigt habe und habe gemerkt, es ist ein fantastisch, absurdes, wunderbares, fast ein bisschen durchgeknalltes Stück. Und dann ist das mit grossem Erfolg in Innsbruck gespielt worden und nachher hat Jacqueline den Wunsch gehabt, einmal ein Weihnachtsstück zu machen und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Alice mal als Tanztheater machen und Jacqueline war ganz begeistert gewesen. Und so habe ich es nochmal ganz, ganz neu bearbeitet als Tanztheaterstück dann. Steht furchtlos Lichtenstein. Fruchtlos? Furchtlos!